Hallo, hört man mich? Hallo, hört man mich? Alles klar, perfekt. Ich mach da mal rein an. Ach, heute war auch noch sein Glückstag, Mann. Scheiße. Ohne Spaß. Er hat aber auch immer nur Pech. Letzten Monat vor einem Jahr, genau. Genau. So. Danke für die 400 Likes, Erkan Hartwigsen. Haut mal ein paar Barren raus. Metal. So. Irgendwann wird es sich auszahlen. Alter, was? Das meint die doch niemals ernst. Was ist denn das? Irgendwann wird es sich auszahlen. Jo, alles klar. Hol mal ein paar Freespins raus, Leute. Go, go. Wir sind auf Platz 8. Nice. Sehr schön. Metal, Katzenlord. Kollege. Eben. Rainer macht nur weiter, weil er noch mal was im Leben gewinnen will. So sieht's aus. Eben direkt bannen, ohne Spaß. Einfach direkt bannen. Hast du gesehen, wie der Oger weint? Ja, es war echt. Also keine Ahnung, ich verstehe das gar nicht. Warum weint man denn so? Also, Entschuldigung. Ich dachte, er ist unbesiegt. Unfassbar. Auf geht's. Alle mal auf diesen Freespin-Button und Like-Button drücken. Drückt mir. Hat er bestimmt einen Igel im Auge, ja. Hat nur geschwitzt. Mein Gott, warum meldet sich auch niemand? Ohne Spaß, ich verstehe es auch nicht. Guckt euch mal den Exl an. Der zeigt seinen Bauch auf YouTube und er hat trotzdem mehr Abonnenten als Rainer. Wie kann das sein? Rainer hat schon viel mehr als nur seinen Bauch gezeigt. Und, was ist der Dank dafür? Nix. Einfach nur nix. Das muss man nämlich wissen. Er hat nämlich damals nur seinen feurigen Speer gezeigt, um Reichweite zu gewinnen. Servus, Maschok. Boah, das Bild von der Person. Puh, noch zwei Plätze, dann sind wir direkt beim Drache. Danke, ja, ja, meine Hündin hat geworfen und jetzt haben wir massig Welpen. Ich dachte mir einfach, wäre doch lustig, wenn ich einfach ein paar Welpen zeige. Eben, das ist nämlich auch was. Die Hater denken immer, dass Rainer dumm ist, aber in Wahrheit ist er nicht dumm. Das ist sowas ganz. Das machen alle falsch.
Die Einrichtung sieht aus wie früher bei McDonald's. Schatz! Hast du das gehört? Engelsblut. Hat man gerade eben irgendwas gehört? Ich weiß nicht, aber ich finde, Rainer, habt ihr gerade eben gesehen, wie er sich in den Stuhl geholt hat? Also er wollte irgendwas da oben an seinem Post oder so machen. Dann hat er sich in den Stuhl geholt, hat ihn hingestellt und genau als er ihn hingestellt hat, hat er ihn kurz betrachtet und hat sich überlegt, hält er mich aus, wenn der jetzt bricht?